Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video, und zwar wirklich kurz, weil ich noch was für die Schule machen muss. Dies ist meine Prognose zur Bundesliga Spieltag Nummer 17. Ihr seht hier an meiner Wand in etwas beunruhigender Beleuchtung, aber ich wollte es ein bisschen besser hinkriegen als mein Zimmerlicht. Deswegen habe ich es jetzt erstmal so gemacht. Das ist die aktuelle Tabelle nach Spieltag 16. Und hier kommen wir jetzt zu den letzten 9 Spielen der Hinrunde. Der endet ja bekanntlichermaßen an Spieltag 17. Und das sind meine Tipps. Ich lese sie mal schnell vor. Schalke, Leipzig 1-3. Bayern, Köln. Nach den 1-1 gegen Leipzig wird Bayern hoffentlich besser drauf sein und 4-1 gewinnen. Hoffenheim, Stuttgart ist für mich Hoffenheim der leichte Favorit. Dann haben wir Hertha gegen Wolfsburg, die werden untergehen. Die befinden sich ja, ihr seht ja in den Klammern, auf einem Abstiegsplatz. Letzte Saison hatten sie sich ja noch in die Bundesliga, in die Relegation noch gerettet irgendwie, gegen HSV. Dann haben wir Mainz-Dortmund. Dortmund ein knappes 4-3 gegen Augsburg gehabt und hier wird es etwas deutlicher werden. Augsburg dagegen 0-4 gegen Gladbach, mein Tipp. Leverkusen sehr gut drauf wieder gegen Bochum, die ja aktuell Stand jetzt ein Jahr weiter in die Bundesliga sein dürfen, weil die aktuell auf einem Klassenerhaltsplatz sind, auf Platz 14 aktuell. Dann haben wir Bremen gegen Union, wird ein knappes 3-2 für die Eisernen, Union aktuell Dritter. Und Frankfurt wird gegen Freiburg sich mit 3-2 knapp durchsetzen. Das sind meine Tipps, eure Meinung gerne dazu. Und das war's schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, ich muss noch was für die Schule machen und muss auch schon in einer halben Stunde da sein. Deswegen war's das für dieses Video. Wir hören uns am Donnerstag spätestens zur nächsten Bundesliga-Prognose wieder. Donnerstagabend. Bis dahin.